Rosenstiel und Rosenstengel von Heinrich Hannover. Rosenstengel, der Gärtnerjunge, wollte die Natur schöner machen, als sie ist. Und so fand er auch die Sonnenblumen mit ihrem großen gelben Blütenkorb ziemlich langweilig, kletterte an den dicken Sonnenblumenstängeln hoch und schnitt mit einem Messer Gesichter in die Blütenkörbe. Zwei Augen, eine Nase und einen Mund. Als der Gärtnermeister Rosenstiel sah, wie Rosenstengel seine Sonnenblumen zugerichtet hatte, wurde er sehr böse. »Was soll ich jetzt mit diesen Sonnenblumen anfangen? Die kauft mir doch kein Mensch mehr ab!« Da schnitt Rosenstengel die Sonnenblumen ab, legte die Stängel auf einen Haufen und tat die Köpfe in einen Korb. Und dann nahm er sich zwei Kisten und setzte sich damit frühmorgens auf den Blumenmarkt. Auf die eine Kiste stellte er den Korb mit den zerschnittenen Sonnenblumenköpfen und auf die andere Kiste setzte er sich. Und dann rief er, »Schöne Masken zu verkaufen, schöne Masken zu verkaufen.« Ja, und denkt euch, die Leute kauften ihm die Sonnenblumenköpfe mit den da rein geschnittenen Augen, Nasen und Mündern als Masken ab. So eigenartige Masken hatten sie noch nie gesehen. Und sie zahlten ihm dafür, was er haben wollte. 5 Mark das Stück. Am Mittag hatte er alle Sonnenblumenmasken verkauft und trug einen schönen Haufen Geld in die Gärtnerei. »Wo kommst du denn her?« fragte ihn Herr Rosenstiel. »Ich habe Ihre Sonnenblumen verkauft«, sagte Rosenstengel. »Erraten Sie mal, was ich für das Stück bekommen habe.« »Na ja, ich habe sie sonst für 1,50 Mark verkauft«, sagte Rosenstiel. »Wenn ich nun mehr bekommen hätte?« fragte Rosenstengel. »Dann kannst du den Rest behalten«, sagte Herr Rosenstiel. Der hat aber gestaunt, als Rosenstengel mit ihm abrechnete. »Die Sonnenblumenstengel bin ich nicht losgeworden«, sagte Rosenstengel. »Die schenke ich Ihnen